Willkommen bei dem vielleicht letzten Part in diesem Let's Play. Es steht uns nur noch ein Duell bevor. Und das ist gegen den König, Jack Atlas. Ich bin schon ganz aufgeregt. Sind wir bereit? Natürlich sind wir bereit. Welcome back, Duelist. Finally! It's the moment we've been waiting for. Showdown with the King! Woo, I can't hide my excitement. Are you ready? Yeah. Good, then let's head on over to the duel field. I'm expecting a super duper duel, yeah. Kennen wir ja alles. So, das letzte Duell. Well, it's the moment we've been waiting for. On final showdown on once in a real lifetime battle. This clash rebuild. Yeah, yeah, blah, blah, blah. Das Duell beginnen! Todel, jetzt wird aufgedreht! Das letzte Duell im Let's Play! Jack King Sprite! Eine Stärke von 580! Okay, es geht los! So, Geschwindigkeitswelt wird aktiviert, so. Und der erste Zug. Er spielt sein Zwillingsschwertkämpfer und setzt eine zwei verdeckte Karten. Gut, wir sind dran. Wir haben jetzt unser Turbo-DL, nicht mehr mein Real-Life-Deck, sondern mein Turbo-DL-Deck. Sein 600 kann zweimal angreifen und geht durch die Verteidigung. Spalt, Himmelreiter spielen, wir brauchen uns vier dafür, vier C-Marken. Das heißt, ich spiele zuerst den hier. Und die Mauer des Einhöhlenlichts. So. Endphase. Die wird jetzt so schnell zerstören können, weil er im Turbo der ist. So. Er opfert sein Monster und beschwört sich Großteil Golem. Er greift damit unser Monster kann nur von mir. Ups, jetzt habe ich es verschoben. Scheiße. So, ja gut. Er kann es ruhig angreifen, soll mir recht sein. Der Effekt von unserem Monster ist. Wenn es geflippt wird, zerstört es ein Monster und wir wählen natürlich seinen Golem. Und sagt Tschüss zu deinem Monster. Bam! Und es ist eine verdeckte. So, jetzt ist sein Monsterfeld leer. Wir könnten ihn direkt angreifen. Allerdings hat er drei verdeckte. Das heißt, wir sollten ihn vielleicht mit einem nicht so starken Monster angreifen. Ich nehme jetzt mal ein Michaelchen als Köder für seine Fallenkarten. Und greife ihn einfach mal damit direkt an und schau, was kommt. Und, na, was macht er? Aha, er setzt eine seiner Fallen, unser Monster kann nicht angreifen. Und verliert 700 Angriffspunkte. Und der Modus kann nicht verwendet werden. Also, verändert werden, sagen wir es so. Naja, soll mir recht sein, Endphase. Und jetzt ist er wieder dran. Unsere Turbozähler stehen beide bei 5. Er spielt seinen Zwillingslauf 3, also seinen Zwillingsschwertkämpfer. Er hat seinen zweiten gerade rausgezogen. Aber jetzt kommen unsere Verdeckte. Wir zahlen 3000 Lebenspunkte. Um seinen Angriff zu annullieren. Okay, ja, er hat noch eine Verdeckte gesetzt. Wir könnten jetzt eine Synchro machen. Ich glaube, das machen wir auch. Zack, Rebons. Oh, scheiße, er hat 4 Sterne. Scheiße, okay, ich habe falsch gerechnet, lol. Na egal, dann machen wir seinen Monster erstmal mit seinem Effekt kalt. Und zwar zack. Und greifen ihn direkt an mit unserem Krebons. Oh ja, gut, wird aus dem Spiel genommen. Naja, macht nichts. Hat er eine starke Falle entfernt, die wird uns. Hätte uns später gestresst, wenn wir einen Tributmonster auf dem Feld hätten, wäre es noch viel ärgerlicher gewesen, aber gut. So, jetzt sind wir wieder dran. 10! Epische Musik! Und Didi! Kriegerin! Und wir gehen ohne zu zögern, gleich greifen wir extrem an, damit seine ganzen starken Karten verschwendet werden. Oh, er hat finstere Resonator, kann einmal nicht im Kampf zerstört werden und es ist ein Empfängermonster. Das sollten wir sofort aus dem Weg räumen, weil sonst holt er sich seinen
Rotdachen Erzunterwäldler und seinen anderen, seine Drachen Sprengstoffschwinge hat er, glaube ich, noch. Also weiß gar nicht so genau. Schwinge, wahrscheinlich Buntschwinge, ja. Aus Ruhe, ja. Gut, was macht er? Er setzt eine weitere verdeckte Karte. Anscheinend hat er so viele Karten. Hier verdeckt, also ja, so viele Karten hat er. Nun gut, wir können nicht angreifen. Den heben wir uns auf, falls es kritisch wird. Spielen wir einfach mal die Fallgrube. Und ja, die eigentlich auch noch. Warum nicht? Und Endphase. So, wenn er jetzt schwerer Sturm verwendet, verlieren wir beide genauso viel Karten. Aha, er will unser Monster opfern, um eins seiner Monster zu beschwören. Na gut. Jetzt opfert er uns. Ja, oder? Ne, er hat es nicht geopfert. Warum hat er dann die Falle aktiviert? Hä? Moment mal, der muss doch unser Monster opfern, damit er das spielen kann, oder? Oder ist es ein Effekt, dass er die spezial beschwören kann? Ja, doch nicht, naja. Hä, der müsste doch unser Monster opfern können, oder? Naja, ist ja auch egal. Dann machen wir es eben so, wir spielen Feinkontrolle, kontrollieren sein Monster und opfern unser nutzloses Häschen. Dadurch geht seine Falle down. Besser könnten wir unser Häschen nicht mehr verwenden. So, jetzt greifen wir ihn mit seinem eigenen Monster direkt an, das 2100 Angriffspunkte hat. Bam! So, jetzt sind unsere Lebenspunkte wieder auf demselben Stand. Aber um sicher zu gehen, setze ich noch die hier verdeckt, damit wir uns vor starken Monstern schützen können. So, er kriegt die Kontrolle wieder über sein Monster. Unsere Zauberkarte wird nur eine Runde lang. Unsere Zähler sind jetzt ausgeglichen. Es ist sowohl unsere Lebenspunkte als auch unsere Zählmarken. Und jetzt setzt er einen verdeckt wieder. Die könnten wir jetzt wegwaschen, wenn wir noch zwei, also wenn wir bis zum nächsten Zug warten. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich mache jetzt mal nichts. Dann können wir sein Feld leer räumen. Bis auf seinen Monster, das wir leider nicht zerstören können. So, jetzt ist er dran. Und ich glaube, er macht nichts, weil er so lange nachdenkt. Jawohl, ich hatte recht. Vierständiger Marienkäfer. Jetzt haben wir 12. Er hat auch 12. Dann machen wir mal beide Felder, also machen wir mal sein Feld leer. Ja gut, jetzt aktiviert er noch seine ganzen Karten. Schrumpfen. Will er auf sein eigenes... Nee. Hat er tatsächlich gemacht, der hat seine... Achso. Ja gut, jetzt halt die Hälfte... Hey, ich check jetzt gar nichts mehr. Was hat er getan? Ist der blöd? Alles nochmal zum Mitschreiben. Ich habe die aktiviert, ne? Da hat er seine Schrumpfenkarte aktiviert, weil er sie nicht verschwenden will. Und dann hat er, dann war, weil es ein negativer Effekt war, hat er gleich die hier gezahlt und seine Lebenspunkte halbiert, damit er seine eigene Karte annullieren kann. Oh mein Gott. Ist ja lustig. Naja, gut. 2950 Lebenspunkte müssen wir noch auslöschen, um das Spiel durchzuspielen. Jetzt ist er mal dran. Aber dafür haben wir jetzt keine 10 Marken mehr. Nur noch eine. Er hat im Gegensatz... Im nächsten Zug hat er 11. Fälschung! Weg damit! Ich will epische Musik. Ja gut, die ist episch. So, 10! Der Rechner. Jetzt müssen wir erstmal berechnen, was für Stufen wir insgesamt haben. 3, 4 sind 7, plus unser eigenes 9. 9 mal sind 2900 Angriffspunkte. Na gut, decken wir unsere Monster alle mal auf. Zuerst der Vierstände, oder na scheiße. Ich habe das Gefühl, dass unser eigenes Monster unseren Schwertkämpfer zerstören wird. Ja, Opiment. Okay. Dann habe ich keine Befürchtung. 2700. So, er verliert 600, wenn der Angriff durchgeht. Jawohl. Zack. Zack. Und die anderen zwei greifen ihn direkt an und er verliert wieder Unmengen von Lebenspunkten. Hat damit nur noch läppische 150 Lebenspunkte übrig, die wir auch leicht auslöschen können. So, er verliert wieder eine Tempo-C-Marke und Endphase. Wir dominieren dieses Match. Ganz klar. Werden wir den König entthronen? Oh nein, Vizedrache. Naja, gut, dass er ihn in die Verteidigung gesetzt hat. Jetzt können wir den leicht zerstören. Jetzt hat er alles gesetzt, was er auf der Hand hatte. Es sieht sehr, sehr gut aus für uns.
zack. Wir müssen ihn nur noch einmal angreifen und dann haben wir gewonnen. Achso, er hat einen Verdeck gesetzt, weil unser Rechner stark ist. Okay. Machen wir es eben so. Die Fährten sind. Ja gut, unser Elfenschwerkämpfer könnte ihn ausrotten. Ausrotten! Oh, ausrotten wir diesen Drachen! Okay, weg mit seinem Drachen. Zack. Like Skyrim. Der zerstört dieses Monster hier. Ja gut, er muss es machen, sonst... Ja. Haben wir irgendwas zum Kontern? Nein, haben wir leider nicht. Naja, macht nichts. Gut, dann kann der Rechner eben nicht mehr angreifen. Was soll's? Okay, unser Marienkäfer hat es doch noch geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber es hat geklappt. So, unser Sieg ist schon fast in eingetragen in der Tabelle. in den Ergebnissen, sage ich mal. Ja, gut, diesen Monster wird ihn nicht retten. Wir flippen einfach unserem Golem unser Monster leider zurück auf die Hand. Da müssen wir nur noch direkt angreifen und wir haben das Spiel durchgespielt. Und so wird es auch laufen. So, wir flippen jetzt unser Monster. Zack. Und ich mache mal kurz Pause. So, wir geben jetzt die Karte auf seine Hand zurück. Bam! Und er ist umgestürzt. Der Wickel steht uns frei, König zu werden. Elfenschwertkämpfer, beende dieses Duell. Bam! Sieg! Wir sind der neue König. Yeah! I have fallen from the position of king. Okay. Puh. Was für ein episches Duell. Ist ein bisschen ruhigere Musik. Ruhigere Musik! Ei. Nicht vorspulen. Habe ich was vom Vorspiel gesagt? Nein, nix Tetris. Ich hasse Tetris. Nix. Nix. Ja gut, die passt. I actually lost. Me, you lose. I can't be... Oh, the victory goes to the challenger, Jax Underfield. Challenger Legend has come now on the... A new era of turbo-dwelling is upon us. Give it up from the new king of champions, Kevin Happy! Yay, wir sind Champion! Then closing ceremony will begin. Please give a big hand of the new king. This is Yusei's card. I'm returning it as promised. Der Sternstaubdrache. You opened the Stardust Dragon card. Obtains, ja. I may have lost today, but now what do well I remember that? I will be the victor next time. Das werden wir mal sehen. Im 2010er kommt die nämlich wieder vor, dieser Jack Atlas. Und den, das werde ich auch let's playen, aber noch nicht erst viel später. You of no use to be anymore. Just you of all are also useless. Do what you will. Oh mein Gott, ist die Satzstellung komisch für ein Englisch. The Crimson Dragon plan has also failed. I will not be Draenite again. With Resignus next time. Und da ist wieder dieser alte Tattergeist weg. Ich will ihn nie wieder sehen, ich habe schon tausendmal gesehen. Dam 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 dam. Congratulations on your win, Kevin LP. Die Musik passt jetzt nicht. Congratulations on your win, Kevin LP. You really are the great duelist. This is Stardust Dragon. How did you? You got it back from Jack? Thank you, Kevin LP. But I really can't accept this. You should hold on to the Stardust Dragon. If we face each other in a duel and I manage to win, you can give it back then. You want to see what I can really do. I told you the Stardust Dragon there. Alright, fine. I take it. Thanks, Kenobi. You give the Stardust Dragon card to you say. Congratulations on the victory!
We saw everything! We saw everything! It was awesome! So awesome! Way to beat the king! It's that the potion! In the finals? What, you friends? With Camelopi? That's why you're so strong! Let's duel again sometime! Camelopi, I won't lose next time! Du hast das letzte Mal gewonnen, also... You don't have a change, Leo! Why? Why you little? Oh, just stop it. See you, Kevin Appy. Und euch zwei Rotzfratzen will ich auch nie wiedersehen. Erst im 2010er wieder, dass ich das spielen werde. Bye, Kevin, I'm gonna get you, Luna. They energetic, quite weiß ich. Aren't they? Reminds me a little of Rally. Yeah, I hope everyone's doing alright. Gut, dann hätten wir das Spiel jetzt durch. Ah, endlich. Dam, dam, dam. I saw you win the championship. That was crazy. Congrats. Hey, Kevin Appy, I knew you'd be able to take him down, Jack. Check it out. I can you a little sometime. You can use it whenever. Kevin Appy obtained a travel permit. Jetzt können wir wieder nach Satellite reisen. Und ja, Quatsch, 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 Quatsch. Und hier sind wir wieder in Satellite bei unseren Freunden, die wir damals kennengelernt haben, wo wir das Spiel im Part 1 angefangen haben. Und damals noch eine Nullnummer waren. Und jetzt sind wir schließlich der Champion. Der König der Turbo-Duelle. So, und das war es auch dann von diesem Let's Play. Hat mir einigermaßen Spaß gemacht. Ich gebe zu, es hat mir nicht hundertprozentig Spaß gemacht, aber es liegt auch daran, dass es Stellen gab, an denen ich gehangen war, wie zum Beispiel diese letzte Stelle. Und ja, wenn ihr sich, also um Kauf ist es wert, aber wenn ihr euch kaufen solltet, würde ich euch empfehlen, ein Cheat-Modul zu kaufen, weil das ist. Die ganzen Karten immer so einzeln zu holen, das ist schon ein bisschen nervig. Da muss man auch Geduld haben, bis man alle Karten hat. Es gibt auch so spezielle Booster, die muss man sich freischalten, damit, also durch andere, indem man gegen andere Duellanten kämpft, also nicht nur die, was in der Story sind, was wir alle bekämpft haben. Und ja, ansonsten würde ich euch das nicht empfehlen. Also ich würde euch empfehlen, um das zu kaufen, wenn ihr A, Yu-Gi-Oh! Gut seid in Yu-Gi-Oh! Und B, wenn ihr ein Cheat-Modul haben solltet. Weil ansonsten macht es nur wenig Spaß, das Spiel, aber wenn ihr wirklich Yu-Gi-Oh!-Freak seid und euch das egal sein soll, dann würde ich euch empfehlen, es zu kaufen. So, und hier kommt das McWirk-Ende und ich verabschiede mich für dieses Let's Play mit der Musik aus Black and White. Servus!